Fall. Mein Name ist Ramona Kohler und wir besuchen die 2 EHH in der Handelsakademie 1 in Klagenfurt. Für mich ist Englisch wichtig, da ich viele Filme und auch Bücher auf Englisch schaue und lese. Für mich ist Englisch wichtig, weil es die Weltsprache ist und man sich mit vielen Menschen unterhalten kann. Ich bin Christina Zwitsch und ich bin 16 Jahre alt. Guten Tag, ich heiße Adna Halilovic und ich bin 16 Jahre alt. Bosnisch ist meine Muttersprache. Meine Eltern kommen aus Bosnien, aber ich wurde hier geboren. Und wie ist es bei dir, Anna? Also ich träume auf Bosnisch. Ich mache viele Sachen auf Bosnisch. In der Schule rede ich Deutsch und diese 2 Sprachen gehören einfach zu mir. Wir haben uns mit dem Gedicht Unaufhaltsam von Hilde Domin auseinandergesetzt, in dem es um die verletzende Macht der Worte geht. Dann haben wir uns aber für das versöhnende Wort entschieden. Das Gedicht umgeschrieben und ins Englische und Bosnische übersetzt. Besser ein Wort als ein Sturm. Ein Wort kann böse sein. Ein Sturm weht oft über die Köpfe hinweg. Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort, immer am Ende das Wort. Better a word than a storm. A word can be pretty. A storm often blows over your head, not the word. In the end there is the word. Always in the end the word. Ja, stimmt eigentlich. Aber besser ein Wort und ein Lächeln. Ein Lächeln kann viele Wörter übersetzen. Ein Lächeln trifft im Herzen oft auf das richtige Wort. Am Ende ist das Wort immer am Ende das Wort. Und auf Deutsch? Und auf Bosnisch klingt das so. Bude jedna riječ i osmijeh. Osmijeh može prevesti mnogo riječi. Osmijeh često pogađa u srce zbog pravih riječi. Ali na kraju je riječ, uvijek na kraju jedna riječ.